Dort kommt das Boot in Sicht. Pünktlich zur festgesetzten Stunde treffen sich die beiden U-Boote im Indischen Ozean, tausende von Meilen von der deutschen Heimat entfernt. Das Versorgungsboot dreht bei. Die Schläuche für die Ölübernahme werden angeschlossen. Eine frische Brise kommt auf. Bei hochgehender Dünung wird Proviant übernommen. Wird zum Versorgungsboot übergesetzt. Die Ölanschlüsse werden gelöst. In der abendlichen Dämmerung trennen sich die Boote. Mit neuen Vorräten geht die Feindfahrt weiter. Der Smutje probiert das frische Mehl gleich aus. Im Bugtorpedoraum herrscht Hochbetrieb. Die neuen Torpedos werden mit Ketten und Flaschenzug in die Rohre geladen. Wasser der Diesel liefert ein prächtiges, warmes Brausebad. Nun kann man sich das Essen schmecken lassen. Weit und breit ist immer noch kein Schiff zu sehen. Wir nähern uns der Ostküste Afrikas. In diesen küstennahen Gewässern wird endlich auch ein Gegner zu fassen sein. Eine Rauchfahne, feindliches Handelsschiff in Sicht! Kommandant kommt an das Seerohr. Die lang ersehnte Beute. Auf Gefechtsstationen. Mündungsklappen öffnen. Korvettenkapitän Güse legt die Schusswerte fest. Der Obersteuermann errichtet den Vorhaltwinkel. Rohr 1 und 2 klar zum Fächerschuss. Fächer fertig. Fächer. Los. Ab. Die Torpedos laufen. Ob sie treffen werden? Detonation. Mit dem Heck liegt der Frachter bereits tief im Wasser. Vorn ein Rettungsboot. Die Vergrößerung des Seerohrs bringt den untergehenden Frachter ganz dicht ins Blickfeld. Der Kommandant lässt auftauchen. Thank you.
feindliche Dampfer sinkt in die Tiefe.